Ja, herzlich willkommen zum Hitchhiker's Guide to Chaos Engineering. Mein Name ist Mike Figura, ich bin Chaos Engineer und Softwareentwickler bei der Cocentric AG in Solingen, bin allerdings am Standort Stuttgart, wie man unschwer hören kann. Ich maintaine in meiner Freizeit den Chaos Monkey for Spring Boot. Das ist eine kleine Applikation, mit der man einfach in Spring Boot Anwendung Chaos Engineering machen kann. Ja, dann hier noch ein paar weitere Details. Gerne auch auf Twitter Fragen stellen, falls es welche gibt. Genau, ich möchte heute einsteigen in den Talk zu Chaos Engineering und was eigentlich eine kleine Einführung ist heute und die Frage stellen, wie lernen wir eigentlich neue Dinge? Und so kompliziertere neue Dinge, die lernen wir in der Regel mit Ausprobieren. Auch hier hat der Anhalter durch die Galaxis uns beim Fliegenlernen schon einen kleinen Tipp mitgegeben, nämlich dass wir das vor allem üben müssen und dass wir irgendwie auch hinfallen müssen. Und genau so ist es eigentlich auch beim Chaos Engineering. Ja. Chaos Engineering lernt man nicht vom Anschauen, vom Bücherlesen. Das muss man einfach ausprobieren. Ist auch ein bisschen so wie beim Fahrradfahren. Ich kenne eigentlich niemanden, der Fahrradfahren gelernt hat, dadurch, dass er Fahrräder angeschaut hat. Ne. Irgendwann muss man aufs Fahrrad draufsteigen und halt fahren und sich ein bisschen über den Komfortbereich rausbewegen, den man normalerweise hat. Genau das machen wir eigentlich auch beim Chaos Engineering. Wir bewegen uns ein kleines bisschen aus dem Komfortbereich, den wir kennen, raus, versuchen etwas, bewerten das und werden dann ein bisschen besser. Genau, ich habe noch einen kleinen Disclaimer mitgebracht. Zum einen sind die Folien auf Englisch, weil ich den Talk auch auf Englisch halten muss. Ich hoffe, das passt trotzdem. Im Zweifel, wie gesagt, auf Twitter gerne Fragen stellen. Und ich erzähle heute so ein bisschen die Geschichte von über 80 Game Days bei mehreren Kunden. Und warum ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, dass Chaos Engineering das richtige Mittel ist, gerade in komplexen Softwareumgebungen. Das muss nicht heißen, dass das immer so ist. Chaos Engineering ist auf gar keinen Fall eine eierlegende Wollmilchsau. Es kann einige Dinge sehr gut, andere Dinge, da gibt es bessere Verfahren, die uns in der Softwaretechnik bereits bekannt sind. Genau, ich möchte mal einsteigen mit der Motivation und im Anschluss daran erkläre ich dann noch ein bisschen auch Theoretisches, was hinter Chaos Engineering steckt und ganz am Ende werden wir uns dann mal noch damit befassen, wie man eigentlich jetzt anfängt mit Chaos Engineering und was man dafür braucht. Genau, in meinen Workshops zeige ich relativ oft diesen Cycle of Deployment, nenne ich es mal, und in der einen oder anderen Form hat den wahrscheinlich auch schon jeder gesehen oder viele. Der fängt in der Regel immer an, dass wir irgendwas designen, wir haben eine Idee. Ja, dann entwickeln wir was, wir testen es, deployen es, dann schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert, ob das beim Kunden auch ankommt. Und dann kriegen wir irgendwann Feedback vom Kunden in der Regel. Ja, hoffentlich gutes und dann geht die ganze Sache von vorne los. Dabei ist es eigentlich egal, ob wir da eher im agilen Umfeld sind oder eher im klassischen, wo wir vielleicht ein V- oder ein Wasserfallmodell haben. In der Regel sehen die Iterationen ja ähnlich aus. Genau, wenn ich dass meine Teilnehmenden in Workshops fragt, dann kriege ich da in der Regel so bei 500, liege ich da ungefähr bei 95% Zustimmung, dass sie sowas schon mal gesehen haben. Das Verrückte ist eigentlich, dass ich den eher so kenne. Ja, ich nenne es auch immer den Cycle of Death. Wir schneiden relativ oft, weil Zeit und Budget eben knapp sind, irgendwie Teile auch raus aus diesem Kreis und übrig bleiben dann meistens eigentlich Entwicklung, in der wir auch so ein bisschen Scope machen, in der wir abschätzen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Dann deployen wir, da wissen die Entwickelnden meist, naja, das ist eigentlich so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, nicht immer, aber manchmal. Und dann explodiert so ein Deployment in der Regel, ja, wir müssen Feuer löschen und dann gibt es manchmal noch ein Postmortem, da werden aber selten dann wirklich auch gravierende Veränderungen daraus abgeleitet. Vielleicht kommt es negativer rüber, als ich denke, dass es ist, weil pragmatisch ist es einfach so, dass Budget und Zeit immer knapp sind. Da brauchen wir uns keine Illusion machen. Das Wichtige wäre hier in dem Kreis, dass wir bei diesen Put-out-Fires besser werden. Warum? Weil in der Regel ist der Druck da hoch und Entscheidungen, die wir hier treffen, haben meistens eine große Tragweite und wir treffen, weil wir eben unter Druck stehen, oft einfach auch schlechte Entscheidungen. Und das ist natürlich eine tödliche Kombination. Wenn man das mal ein bisschen damit vergleicht, das Piktogramm hier ist ja nicht umsonst gewählt mit einer Feuerwehrfrau. Wenn wir uns überlegen, dass die Feuerwehr eigentlich fast jedes Wochenende irgendwie übt, ja, Feuer zu löschen, dann könnten wir uns doch in der Softwareentwicklung eigentlich auch fragen, warum üben wir das denn eigentlich nicht? Ja, und genau hier kommt Chaos Engineering ins Spiel, weil Chaos Engineering ist in seiner Essenz eigentlich genau dieses Üben für den Ernstfall. Und zwar sowohl auf technischer Ebene als auch in der Organisationsstruktur.
Das heißt, wir schauen uns nicht nur an, ob die Software irgendwie neu gestartet werden kann am Wochenende, sondern wir schauen uns eben auch an, ob überhaupt über einen Incident-Prozess das gemeldet wird, dass es irgendwas Kaputtes gerade gibt, ja, vielleicht durch einen Kunden oder ähnliches oder einen Support. Und genau diese Verfahren, diese Praktiken, die schauen wir uns an beim Chaos Engineering. Warum müssen wir das machen? Naja, in den letzten Jahren haben sich vielleicht auch getrieben durch die Tech-Giganten richtig große, komplexe Microservices-Architekturen herausgebildet. Und wenn wir uns überlegen, was hier hinter diesen zwei, ich nenne es immer Dukes of Hazzard, auf Deutsch hieß die Serie Ein Duke kommt selten allein, was da so dahinter steckt, dann sind es ja nicht nur technische Services, sondern hinter jedem dieser kleinen Knoten steckt irgendwie auch so ein bisschen eine Teamkultur, vielleicht das ein oder andere Zusammenarbeitsmodell. Und es mag schon im Großen und Ganzen sich an dem orientieren, was jetzt in dem Fall zum Beispiel bei Amazon oder Netflix vorherrscht. Aber am Ende unterscheiden sich diese einzelnen individuellen Modelle halt doch ein kleines bisschen. Das bedeutet, hier steckt auch ganz viel Kultur drin, die wir eigentlich nicht sehen, ne? Und so würde ich heute sagen, ist eigentlich die Softwareentwicklung oder überhaupt Softwarelandschaften sind von ihrer Kultur, in der sie entwickelt werden, gar nicht mehr zu trennen. Ja, und von der Art, wie wir zusammenarbeiten an der Stelle. Und was wir hier eigentlich auch sehen, ist in solchen Umgebungen, die unheimlich komplexe Geschäftsprozesse abbilden, da ist immer was im Flux, ne? Da bewegt sich immer irgendwas, es wird immer etwas deployed, ein Service geht gerade nicht, ähnliche Dinge. Und wenn man das eigentlich weiß, dass da eigentlich immer irgendwas kaputt ist, ne, dann kann man sich jetzt nochmal fragen, was könnte denn das Problem sein? Und eins der großen Probleme der Softwareentwicklung ist, dass schlechte Nachrichten sich schneller fortbewegen als die Lichtgeschwindigkeit. Und da gibt es natürlich auch mehrere Eskalationsstufen, je nachdem, wie sehr wir als Firma und mit dem Produkt, das wir anbieten, im Rampenlicht stehen. Ja, die einfachen sind dann noch so Twitter-Shitstorm. Die schwereren sind dann schon bei Heise. Dann gibt es noch Spiegel und wenn es ganz gut läuft, dann stehen wir bei den Tagesthemen. Ja, gerade wenn große Datenlecks vorhanden sind, dann stehen wir da eigentlich relativ zügig. Die Frage ist natürlich, wie wir damit irgendwie umgehen. Und ich würde sagen, Chaos Engineering ist eben eine Methode, die diesen Umgebungen, in denen wir uns da heute befinden, in diesen komplexen Umgebungen, gerechter wird als andere Methoden. Warum, möchte ich noch ein bisschen ausführen. Dazu müssen wir ein kleines bisschen in die Theorie schauen. Woher kommt dieses Chaos Engineering? Schrägstrich, was sind denn komplexe Systeme und was gelten da für Regeln? Und wie können wir überhaupt messen, wo wir uns da befinden? Sind wir da auf einem guten Weg oder sind wir da eher auf einem schlechten Weg? Ja, das Erste, was wir natürlich brauchen, ist eine Definition. Was ist ein komplexes System? Ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Am Ende ist es eigentlich, wenn man es mal runterbricht und die Wikipedia-Definition anschaut, ein System, wo viele Teile irgendwie miteinander interagieren. Und das haben wir heute eigentlich immer. Gerade in unserer Hochtechnologiebranche, in der wir uns in der Regel befinden gerade. Und was man hier vielleicht auch noch sagen kann, was schön ist an der Definition, die sagt hier nichts über Technik aus, ne? Also wir sprechen hier auch von komplexen Organisationsstrukturen. Die sind nicht minder komplex, zwar auf eine andere Art, aber nicht minder komplex als als Software, die Geschäftsprozesse abbildet auf einer technischen Ebene. So, und jetzt ist es eben so, dass es in solchen komplexen Systemen ein paar Regeln gibt, die normalerweise in, sagen wir mal, trivialen Systemen nicht gelten. Und die möchte ich auch noch kurz vorstellen. Die erste ist die Nichtlinearität. Die sagt zwei Dinge. Die sagt zum einen, dass Dinge gleichzeitig passieren können. Das ist irgendwie auch offensichtlich, dass bei vielen so interagierenden Systemen Dinge gleichzeitig passieren. Oder asynchron, würden wir vielleicht auch sagen. Und was das aber auch sagt, ist, dass wir nicht sagen können, wenn wir x reinstecken, dass zweimal x rauskommt. Also das ist der Input ist nicht proportional zum Output. Das wissen wir oft nicht. Manchmal wissen wir das, aber oft wissen wir das nicht, was je nachdem, wie viel wir reinstecken, was da am Ende eigentlich rauskommt. Das ist in der Softwareentwicklung vielleicht nicht ganz so wichtig im Moment. Dann haben wir Emergence. Emergence beschreibt das Problem, dass wir nur, wenn wir auf die Einzelteile schauen in so einem System, also auf drei, vier so Knoten oder auch auf alle einzeln, nicht sagen können, was das System am Ende tut.
Und das ist eigentlich total erstaunlich, weil man würde ja schon denken, wenn ich jetzt das ganze System peu à peu angeschaut habe und lange genug Zeit hatte, dass ich dann weiß, was das System tut. Aber das ist tatsächlich oft nicht der Fall. Das nächste ist Spontaneous Order. Da geht es um so Dinge wie, ja, wir haben mal neu gestartet und jetzt geht's wieder. Keine Ahnung warum. Ja. Da geht es aber auch um so Dinge wie Selbstorganisation, Self-Healing und Gruppenzwang. Ne? Also wenn viele, zum Beispiel wenn viele Teams Java verwenden, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass die anderen drei, vier, fünf Teams, die noch übrig sind, auch Java verwenden. Ne? Das ist so ein bisschen, das machen die auch ganz automatisch wahrscheinlich sogar. Dann haben wir Adaption. Bei Adaption geht es eben darum, dass so ein System auch lernt, und zwar von den Erfahrungen, die über die Zeit in das System einfließen. Und da reden wir zum Beispiel auch von der Erfahrung von den Teams, ne, die dann natürlich auch immer besser. Und dann haben wir das Letzte, das sozusagen die anderen einschließt und entweder verstärkt oder abschwächt. Das sind die Feedback Loops. Da gibt es eben die verstärkenden Feedback Loops und die abschwächenden. Besonders fies, nenne ich es mal, sind eigentlich die Amplifying, also die verstärkenden Feedback Loops, weil die führen oft dazu, dass kaskadierende Fehler passieren. Ne? Das fängt dann meistens an, dass eine Datenbank ausfällt, ganz praktisch gesehen, und dann fallen weitere Systeme peu à peu aus. Meist scheint das recht zufällig. Und es ist es dann teilweise auch, ne? Weil gewisse Events durch das System gehen, die dazu führen, dass Systeme ausfallen, die gar nichts mit dieser Datenbank zu tun haben. Eben weil es sich verstärkende Feedback Loops gibt in dem System. Ne? Da schaukeln sich sozusagen Probleme hoch, könnte man auch sagen. Genau, jetzt haben wir diese Regeln kennengelernt. Was wir da auch noch wissen sollten, vielleicht für komplexe Systeme, ist, dass es aber auch so ein paar Eigenschaften gibt, die so ein System hat. Und eine Eigenschaft, die sich dann aufteilen lässt in kleinere Teile, ist, dass so ein System immer Richtung Fehlerfall driftet. Das weiß man vielleicht auch aus dem Informatikstudium, dass Software, die verändert wird, in der Regel die Qualität nicht halten kann. Das ist ganz schön schwierig, weil jede Veränderung eben halt auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, mal ganz salopp formuliert. Und ein Anzeichen, woran man festmachen kann, ob die Software sozusagen schneller oder langsamer in diesen Fehlerfall driftet, ist einmal diese Unklarheiten in der Umgebung, Unklarheiten im Environment. Das ist zum Beispiel auch, es ist unklar, in welchem Markt befinden wir uns. Ist die Konkurrenz vielleicht schneller als wir? Braucht der Kunde das Produkt überhaupt, das wir gerade machen? Der zweite Indikator ist, dass Drift in kleinen Schritten passiert. Ja, das soll eigentlich aussagen, dass wenn ein Fehler auftritt, dann ist das selten das einzige Problem. Also in der Regel ist, wenn der Fehler auftritt, ist das Fass nur noch übergelaufen. Ne? Davor sind schon viele kleine Schritte in Richtung Fehlerfall passiert. Dazu gehört natürlich auch Veränderung von Software, aber tendenziell ist es eben, sagt es vor allem aus, dass ganz viele kleine Schritte dazugehören, dass irgendwann mal etwas explodiert. Dann haben wir so eine Sensitivität gegenüber den Anfangsbedingungen. Das soll sowas heißen wie, wenn wir vor 2 Jahren auf Java gesetzt haben, aber das heute zum Beispiel abgekündigt werden würde und wir wussten es vor 2 Jahren nicht, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? Also die Anfangsbedingungen von so einem System, die beeinflussen uns 2 Jahre später natürlich immer noch. Das kann man übrigens auch auf die Organisationsstruktur recht gut münzen. Wenn ich eben vor 2 Jahren mit einer gewissen Organisationsstruktur angefangen habe, dann ist es total schwer, die zu ändern. Ja, im Laufe von so einem Produktzyklus oder von so einem Projektzyklus. Der vierte Punkt ist Unruly Technology, betrifft die wenigsten meiner Kunden zum Glück, würde ich sagen. Da geht es darum, in welchem Kontext machen wir Software. Kontext kann sowas sein wie ziviler Bereich oder militärischer Bereich. Ne? Und wenn wir uns zum Beispiel das autonome Fahren anschauen, dann hat es ganz andere Implikationen, je nach Bereich. Auch da ist es unter Umständen schwieriger oder einfacher, Software zu machen. Das heißt, der Kontext ist entscheidend. Und das Letzte, und das ist eigentlich so das, was einem ganz pragmatisch, ganz banal wahrscheinlich auch im Alltag begegnet oder den meisten von uns, ist, dass die Strukturen, die wir schaffen, um Qualität zu sichern, oft auch noch dazu beitragen, dass sich so ein Fehler durchschleichen kann. Und ich habe da ein Beispiel, was ich ganz oft sehe, ist ein Quality Gate, um in die Produktion zu deployen. Zum Beispiel eine Checkliste, im einfachsten Fall. Verrückt ist aber, dass bei den meisten Teams, wo ich bisher war,
diese Checkliste, die es dort meistens gibt, immer nur zur Hälfte ausgefüllt sein muss. Und das weiß auch jeder. Und dann frage ich mal, warum gibt es diese Checkliste überhaupt, ne? Und da sind wir eigentlich genau an dem springenden Punkt. Also dadurch, dass es eben halt auch zu 90% geht, ohne dass man die Checkliste hundertprozentig ausfüllt oder sie vielleicht für den Use Case gar nicht ganz genau passt, ist sie eigentlich nutzlos. Und das nennt sich hier als Contribution of the Protected Structure. Das kann natürlich auch sein, dass nicht ordentlich kontrolliert wird zum Beispiel oder dass es gar keine Quality Gates gibt. Das kann natürlich auch sein. Aber in meiner Erfahrung äußert sich das oft so, dass eben so eine Art Checkliste oder Quality Gates gar nicht ordentlich eingehalten werden müssen. Ne? Wir gewöhnen uns dran, dass wir da nur die Hälfte ausfüllen müssen. Hab nicht ich erfunden, sondern Sidney Deckel. Der hat dazu auch ein gutes Buch geschrieben und forscht an komplexen Systemen in der Systemtheorie eben schon seit über 20 Jahren. Und der erforscht vor allem Flugzeugabstürze. Also wenn das Buch gelesen wird, dann am besten nicht beim Fliegen. Ansonsten ein sehr interessantes Buch. Genau, und jetzt möchte ich nochmal den Bogen schlagen, nachdem wir jetzt irgendwie gesehen haben, was uns zu Chaos Engineering motivieren kann und warum das auch Sinn macht in komplexen Systemen, kriege ich oft die Frage, ja, aber wir schreiben ja Tests. Das muss doch reichen. Und ein Punkt, den wir gerade hatten, eine Regel war, wenn wir Einzelteile anschauen, können wir nicht sagen, was das ganze System macht. Das bedeutet im Umkehrschluss, hierfür können wir keinen Test schreiben. Es gibt keinen allumfassenden Test, der dieses System checkt. Was wir machen können, ist, wir können eine User Journey testen. Wir können sagen, ja, ich möchte ein Produkt kaufen und den Warenkorb ablegen und am Ende bezahlen können und dann wird es vielleicht auch noch rausgeschickt. Aber alle anderen kleinen Teile, die da vielleicht noch drumherum passieren, das schaffen wir halt vielleicht nicht. Und ich möchte nicht sagen, keine Tests schreiben. Das sage ich nicht. Tests sind super wichtig. Aber was wir hier brauchen oder was wir wissen müssen, ist, Tests sind gut, wenn das Scope klar ist, ich genau weiß, was rauskommen soll und wenn ich das messen kann. Ja, dann kann ich dafür einen Test schreiben. Ein Test ist sehr definiert. Wenn ich das eben nicht genau weiß, dann muss ich ein Experiment machen, dann muss ich ausprobieren, dann muss ich lernen. Ja? Und dann komme ich vielleicht an den Punkt, wo ich wiederum einen Test schreiben kann, wenn ich das weiß. Das bedeutet, wir können hier vielleicht keine Tests schreiben, aber was wir sehr wohl können, ist, wir können experimentieren in dem System. Und genau das macht Chaos Engineering. Und die Frage, die sich daraus irgendwie auch ableitet, aus den ganzen Theorien und der Motivation oder die Aussage besser, ist eigentlich, dass in so einem System es ganz klar ist, das, was kaputt geht. Ja. Die Frage ist, wann? Die Frage ist eben nicht, ob etwas kaputt geht. Das ist einfach dadurch gegeben, dass so ein System peu à peu kaputt geht. Und dass einfach Fehler auch passieren natürlich. Und für diesen Wenn-Fall, für den wollen wir uns eigentlich rüsten. Ja. Und das scheint mir zumindest relativ logisch, dass wir das machen sollten. Weil wenn was kaputt geht, dann passiert das immer am Wochenende, immer zu ganz schrecklichen Uhrzeiten und niemand ist da glücklich drüber. Weder wir noch die Kunden in der Regel. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist Chaos Engineering? Und da gibt es eine super Definition von Russ Miles, das ist ein Chaos Engineer aus London, der sagt, das sind nachgedacht geplante Experimente. Was ein Experiment ist, komme ich nachher nochmal drauf. Die eben die Schwachstellen in unserem soziotechnischen, ich habe ja gerade auch schon erzählt, man kann die Software technisch gesehen nicht von der Kultur, in der sie entwickelt wird, trennen, in unseren soziotechnischen Systemen aufdeckt, bevor die in der Produktion passieren. Was hier eigentlich auch stehen müsste, ist, bevor die der Kunde mitbekommt. Also der Kunde soll nichts davon mitbekommen, wenn mal in unserem System was nicht geht. Und das ist eigentlich eine super Definition, weil hier kriege ich dann oft so die Aha-Momente von Workshop-Teilnehmenden, die sagen, aber wir haben schon genug Chaos, ne? Wir brauchen nicht noch mehr Chaos bei uns. Also Chaos entstehen hat, obwohl der Name das vielleicht suggeriert, nichts mit Chaos zu tun, sondern wir machen sehr wohl, sehr nachgedacht, ich würde sogar fast sagen wissenschaftliche Experimente, um uns dem System und der Komplexität anzunähern. Und um nochmal rauszustreichen, was Chaos Engineering alles einschließt, habe ich nochmal mitgebracht, was in so einem soziotechnischen System alles drin ist. Das ist einmal der Sozioteil, die Leute, die Prozesse und die Praktiken, in denen wir uns befinden. Das ist der Sozioteil. Und dann gibt es darunter oder daneben noch die Applikationen. Das ist da, wo wir entwickeln. Die Plattformen, da wäre Kubernetes zu nennen oder vielleicht Docker. Und darunter noch so das Bare Metal, ja, also wirkliche Hardware, Rechenzentren, Backup-Tapes, Netzwerkverkabelung.
Und auf den Ebenen befinden wir uns beim Chaos Engineering nach Möglichkeit. Das heißt, Chaos Engineering ist eine sehr ganzheitliche Methode. Und weil wir jetzt eben wissen, dass in so komplexen Systemen die Kultur nicht trennbar ist von der Technik, ist Chaos Engineering auch eine sehr gute Herangehensweise, weil es genau dem gerecht wird. Ne? Wir schließen oder versuchen alles das einzuschließen, was eben in die Software mit reinfließt an Anzeichen und Indikatoren. Ja, was ist das Ziel von Chaos Engineering? Das habe ich eigentlich schon ein bisschen angedeutet, aber um es nochmal klar zu sagen, wir wollen eben dieser Komplexität, die heute einfach pragmatisch da ist, in unseren Softwareprodukten umgehen lernen. Ein Argument, was ich oft bekomme von Kolleginnen und Kollegen ist, ja, dann müssen wir halt mit der Architektur einfacher werden. Ja, oder wir müssen unsere Prozesse verschlanken. Das stimmt schon alles. Pragmatisch ist es aber einfach auch so, dass die Geschäftsprozesse, die wir abbilden, immer komplexer werden. Ganz oft zumindest. Und sich so eine Kultur, ich nenne es mal Kultur, auch nicht von heute auf morgen ändert. Ja? Das heißt, wir müssen mit der Situation, wie sie jetzt ist, auch umgehen lernen. Und da hilft uns Chaos Engineering. Ja? Natürlich gehört trotzdem dazu, gute, schlanke Architekturen zu designen und auch die Organisationsstrukturen, sagen wir mal, für die Zukunft gut auszurichten. Was wir auch machen beim Chaos Engineering, das habe ich noch nicht so gesagt, ist, wir versuchen diese dunklen technischen Schulden zu finden. Ich sage immer, weiße technische Schulden, Schulden, die wir kennen, das sind die, die in Jira stehen. Ja, da stehen meistens sehr viele bei vielen meiner Kunden. Aber dunkle technische Schulden, das sind die, die den Kunde betreffen, die auftreten, die wir mitdeployen, ja, von denen wir eigentlich nichts wissen zum Zeitpunkt der Entwicklung. Das sind die, die uns am Wochenende um die Ohren fliegen, die zu kaskadierenden Fehlern führen. Und die versuchen wir eben ans Tageslicht zu bringen und umzuwandeln in weiße technische Schulden. Und dann ins Jira zu bringen oder in ein anderes Ticket-Tracking-System. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, der ist mir sehr wichtig. Wir versuchen, die Systeme auch resilienter zu machen. Da ist die deutsche Übersetzung ein bisschen schwammig manchmal. Viele übersetzen das mit Robustheit. Das ist aber nur ein Teil davon. Ja, ist mir wichtig, das zu sagen. Zur Resilienz gehört Robustheit, das heißt, dass ich einen Impact aushalte, ja, so einen Schlag, dass jetzt was kaputt geht, eine Datenbank ausfällt. Das zweite ist, dass ich damit umgehen kann, die Adaptivität, also dass wenn eine Datenbank ausfällt, dass nicht das ganze System in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern nur ein Teilsystem. Und der dritte Punkt ist die Transformierbarkeit. Das bedeutet, dass sich so ein System mit den Erfahrungen, die es dann hatte, ja, dass die Entwickler sehen, okay, da haben wir eigentlich schlecht reagiert oder auch die Organisationsstruktur sagt, da müssen wir nochmal einen Prozess feilen, dass sie solche Entscheidungen, die sie mal getroffen hat, hinterfragen kann und sich verändern kann. Und da gehört dann zum Beispiel auch rein, technisch gesehen, dass eine Architektur einfach ist und veränderbar ist, ja, so dass ich eben auf neue Anforderungen auch reagieren kann oder mich anpassen kann schnell. Was Chaos Engineering nicht ist, da lohnt sich der Vergleich wieder zur Feuerwehr, jeden Fehler zu verhindern. Ja, auch die Feuerwehr kann nicht jeden Brand verhindern. Wir haben natürlich Brandschutzauflagen, aber trotzdem ist es so, dass es ab und zu mal brennt. Und genauso ist es bei Software auch. Ne? Wir werden nie jeden Fehler verhindern können. Und das müssen wir uns auch verinnerlichen, dass egal wie viel Sicherheitsgateways wir einpflegen, egal wie viele Quality Gates wir haben, es immer zu einem gewissen Prozentsatz so sein wird, dass wir Fehler haben werden. Da ist dann eher die Kosten-Nutzen-Frage. Ne? Das muss natürlich jede Organisation für sich bestimmen. Meine Tendenz ist da vielleicht eher ein bisschen weniger zu machen. Gerade in der Technik den Entwicklenden ein bisschen mehr über die lange Sicht zu vertrauen, dass sie keinen schlechten Code schreiben wollen. Wer will schon schlechten Code schreiben? Und das Nötigste und das Wichtigste tun, damit das Produkt gut läuft. Ne? Und für alle Fälle, wo mal was schief läuft, dass man da gewappnet ist. Und dann hat man, glaube ich, das muss man gut gegeneinander abwiegen. Ne? Das kann von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich sein. Was wir beim Chaos Engineering auch nicht machen, ist Dinge einfach kaputt machen. Ne? Habe ich schon erklärt. Wir machen das eben mit einem Plan. Wir haben da schon eine Idee, was wir tun. Ja, wie fange ich jetzt an? Als erstes muss ich mir mal überlegen, was kostet es mich eigentlich, wenn meine Software nicht da ist? Ne? Wenn ich kein Ticket verkaufen kann, wenn ich mein Produkt nicht verkaufen kann. In der Regel ist das mehr, als man denkt. Und kleiner Spoiler, oft wissen die Entwicklerteams, die wissen das oft nicht. Ich habe sogar Fälle, wo das die POs manchmal nicht wissen. Das ist natürlich gefährlich, ne? Weil wenn man schon so weit abgekoppelt ist von dem eigentlichen Business-Erfolg, nenne ich es mal,
dass wir eigentlich nicht genau wissen, was kostet uns das, wenn die Software mal nicht geht. In der Regel ist es dann so viel, dass wir uns das eigentlich auch leisten können, dass ein Team mal einen ganzen Tag zusammensitzt und nicht entwickelt, ja, sondern Experimente macht. Und oft geht es sogar einmal im Sprint. Ich komme nachher noch dazu, wie man das ein bisschen optimieren kann. Aber das ist eine Rechtfertigung. Die andere ist, dass eben bei so einem Game Days, erkläre ich auch gleich, wo das Team zusammensitzt, total viel auch über sich lernt. Ne? Das ist auch eine Team-Weiterbildungsmaßnahme. Und das Dritte, was wir machen müssen, wenn wir jetzt eben kontinuierlich Game Days machen, wobei das kontinuierlich besonders wichtig ist, weil einer reicht halt nicht, dann müssen wir irgendwann anfangen, diese wichtigsten Experimente, wie wir die finden, erkläre ich noch, zu automatisieren. Ja? Das heißt, wir messen, wir machen Game Days, und dann versuchen wir, Teile davon zu automatisieren. Ne? Was ist jetzt so ein Game Day? Also in erster Linie ist es mal eine Learning Session. So ein Team setzt sich in der Regel zusammen, sind aber auch andere willkommen, setzt sich zusammen und übt tatsächlich. Ne? Die Mehr, dass alle Entwickler mal alles wissen, die ist leider immer noch vorhanden. Das ist definitiv nicht so. Ne? Wir lernen jeden Tag Neues, und die Technologie, in der wir uns befinden, die verändert sich ständig. Ne? Es kommen neue Libraries hinzu, Technologien verändern sich. Es gibt andere Herangehensweisen. Deshalb allein aus dem Grund macht es schon Sinn, wenn die Teams Zeit haben, ab und zu mal so eine Session zu machen. Im Prinzip ist es wie ein Fire-Drill, ne? Wir bauen uns eine Situation, wo wir eben üben können. Ne? Also wir fabrizieren sozusagen einen Brand, wir lassen eine Datenbank ausfallen und dann schauen wir, ob wir damit gut umgehen können oder nicht und ob das System damit auch gut umgehen kann. Jeder darf da rein in so ein Game Day. Das ist wirklich, ein Team setzt sich zusammen in einem Raum und arbeitet mal einen halben Tag oder einen Tag. Und da darf auch gerne ein Stakeholder dazu, ne, für den ist es vielleicht auch wichtig an Vertrauen. Besonders wichtig ist, dass wir hier auch, vor allem wenn es getrennt ist, neben den Entwicklenden auch Ops oder DevOps mit dabei haben. Ne? Das ist sehr wichtig eigentlich. Wie sieht jetzt so eine typische Game Day Agenda aus? Die sieht so aus, dass wir eben ein Experiment planen. Wir führen es durch, dann sichern wir die Ergebnisse. Jedes Ergebnis, also wir nennen das Finding, ist positiv. Ne? Selbst wenn es schief läuft, ist eigentlich wichtig, weil wir finden ja was zu Geschäftszeiten, also zu regulären und nicht am Wochenende um 4 Uhr nachts. Ne? Was wir nicht schaffen an so einem Game Day, ist in der Regel das System auch gleich anzupassen oder Mitigierungsmaßnahmen zu besprechen. Ne? Deshalb ist die Dokumentation oben, dieses Check-Experiment, das ist sehr wichtig. Manchmal macht es Sinn, diese Mitigierungsmaßnahmen noch anzudiskutieren, aber oft ist es einfach so, dass es da Sinn macht, zurückzugehen in Kleingruppen, vielleicht in Zweierteams und nochmal irgendwie zwei, drei Vorschläge gegeneinander auszuwerten. Ne? Und es ist auch was, wenn wir die ersten drei gemacht haben, dann können wir eigentlich ein Jira-Ticket erstellen. Das ist eigentlich auch ganz gut, und dann kann man später auch regeln, ja, und schauen, was man da machen kann. Ja, warum machen wir Game Days? Ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Zum einen, weil die Teams natürlich was lernen. Das könnte man grob zusammenfassen unter Continuous Improvement. Ne? Wir wollen uns kontinuierlich verbessern. Dazu gehört eben auch, dass das Team besser wird und unsere Software besser versteht. Dann ist es eine ganz geringe Einstiegshürde. Ich muss eigentlich nur ein Team oder die entsprechenden Leute zusammenkriegen und mal machen lassen. Team-Effort habe ich schon gesagt. Ne? Für mich ist es auch immer so eine Team-Weiterbildungsmaßnahme. Man lernt einfach auch so was wissen die anderen, wie gehen die an Probleme ran. Das hilft oft gerade Leuten, die frisch in ein Team reinkommen, total irgendwie schneller in Fahrt zu kommen. Und das Schöne ist, wenn viele aus dem Team zusammensitzen so einen Tag, dann muss man kein extra Meeting mehr machen. Ne? Und ich denke, für die meisten ist ein Meeting weniger besser. Von daher, da ist eigentlich jeder informiert. Wir haben vielleicht auch ein bisschen mitdokumentiert und dann braucht man nicht nochmal irgendwie drei Vorstellungsrunden machen. Ne? Das ist eigentlich eine schöne Sache. Dann gibt es noch so ein paar Regeln, die wir einhalten müssen fürs Chaos Engineering, ne, bei so einem Game Day. Das erste ist, wir müssen immer in Kontrolle sein, wenn so ein Experiment läuft. Ne? Also wir müssen immer die Möglichkeit haben, erstmal einen Plan B, dass wir ein Rollback machen können, falls was schief läuft, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und zweitens müssen wir ein Experiment auch abbrechen können. Ne? Also nehmen wir mal an, wenn wir ein System ausschalten, dann müssen wir immer die Möglichkeit haben, das schnell wieder anzuschalten, sodass das System wieder geht. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn wir wissen, dass so ein Experiment fehlschlägt, ne? Also wir designen das Experiment und planen es, und wir wissen, das kann eigentlich gar nicht klappen, weil unser System dafür noch nicht ausgelegt ist, dann brauchen wir das Experiment auch nicht machen. Ne? Weil dann ist es in der Regel eine weiße technische Schuld, also eine, die wir kennen. Ja.
Der dritte Punkt ist, davon müssen gerade wir Techniker uns ein bisschen lösen. Beim Chaos Engineering geht es eher darum, zu verifizieren, dass das System das tut, was es soll und nicht, wie es das macht. Ja? Das ist immer ein bisschen schwer. Ich glaube, vergleichen kann man es relativ gut mit Blackbox- und Whitebox-Testing. Und beim Chaos Engineering sind wir da eher beim Blackbox-Testing. Ja, und das vierte ist sehr wichtig, das ist die Observability. Ja, also wenn es kein Monitoring gibt, dann kann ich auch keine Experimente machen. Das wäre grob fahrlässig. Ich kann ja nicht sehen, was passiert in meinem System. Und bin deshalb auch nicht mehr in Kontrolle. Ja, und das wäre wirklich schlecht. Von daher, es lohnt sich tatsächlich in ein gutes Monitoring-Tool zu investieren. Da gibt es ja diverse Lösungen. Genau. Der letzte Punkt ist eigentlich, gerade für mich als Chaos-Engineer, ja, sich auch zu freuen, dass Dinge kaputt gehen. Ne? Also wir lernen an der Stelle vor allem durch Fehler. Wir lernen nicht dadurch, dass was geht. Und was wir eben im Chaos Engineering machen, ist, wir bewegen uns immer nur so viel über den Tellerrand, dass wir noch sehen können, was wir da machen. Oder sagen wir mal, so viel aus dem Komfortbereich, dass wir uns da trotzdem noch wohlfühlen. Deshalb ist es auch schön, wenn wir sehen, dass Sachen kaputt gehen, ne? Weil dann können wir damit besser umgehen lernen. Wir können vielleicht einen Fix deployen, wir können ein, zwei Prozesse anpassen. Also das ist eine feine Sache, auch wenn es vielleicht frustrierend ist, wenn an so einem Tag alles schief geht. Das sind die besten Sachen. Ne? Da ziehen wir am meisten Learnings raus. Und das Letzte, das haben viele meiner Organisationen, wo ich so bin, so eine No-Blaming-Culture. Ne? Das ist einfach total wichtig, irgendwie nachher nicht zu sagen, ja, hier, das ist deine Schuld, dass das nicht funktioniert hat. Das bringt dem Kunde erstmal gar nichts, wenn wir uns anzoffen. Zum Zweiten, ich habe ja am Anfang so ein bisschen die Regeln in so komplexen Systemen erklärt. Es geht auch gar nicht. Ne? Also oft gibt es nicht den oder die Schuldigen, da wir eben eine Verkettung an kleinen Schritten haben, die dann zu einem Fehlerfall führen. Also es ist auch rein wissenschaftlich gesehen, rein technisch gar nicht möglich, in so komplexen Systemen wirklich Schuldige zu finden. Da müssen wir uns ein bisschen davon verabschieden. Das ist, scheint mir schwierig für uns als Menschen, ne? Am Ende nicht irgendwie auch ein Scapegoat, sagt man im Englischen, zu haben. Ja, jetzt gehen wir so ein bisschen ans, nach, ich will mal sagen, Eingemachte. Wie sieht denn so ein Experiment aus? Bei so einem Experiment, da definieren wir uns als erstes den Attack-Type. Also, welche Type von Attacke wollen wir denn machen? Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Da geht es um den Product Discount Service. Stellen Sie sich vor, wir sind in einem Service oder in einem Produkt, was einfach Tickets verkauft oder Produkte an sich. Nehmen wir mal an, der Rabattierungsservice ist down. Das ist unsere Grundannahme. Dann stellen wir daraufhin eine Hypothese auf. Eine Hypothese ist eben eine Annahme, von der wir nicht so ganz genau wissen, ob die zutrifft oder nicht. Wir werden eben im Laufe des Experiments schauen, ob wir das falsifizieren oder verifizieren können. Und ein Beispiel hier könnte sein, wenn eben der Rabattierungsservice nicht geht, dann können die Benutzer immer noch reguläre gepreiste Produkte kaufen. Und was sie eben nicht mehr kaufen können, sind rabattierte Produkte. Dann überlegen wir uns, welche Systeme sind betroffen bei solch einem Experiment. In dem Fall würde ich sagen, es ist nur der Rabattierungsservice. Alle anderen Systeme sollen weiterhin ganz normal funktionieren. Ja, der Kunde kann ja immer noch Produkte kaufen. Und das nächste, was oft zu Verwirrung führt, ist der Steady State. Also wir überlegen uns, was ist normal? Was ist das zu erwartende Verhalten? Das erste Beispiel, vielleicht um nochmal von dem Rabattierungsservice wegzukommen, bei Netflix ist das zum Beispiel, wie viele Menschen um 15 Uhr bei gutem Wetter in Hamburg auf den Play-Button drücken. In einer Minute. Und da sieht man schon, das ist eine sehr geschäftsorientierte Metrik. Das ist keine technische Metrik. Ne? Das kann schon sein, dass wenn ich jetzt technisch gesehen bei einem Backend-Team bin, dass die vielleicht eine eher technische Metrik haben. Aber am Ende wollen wir ja sehr ganzheitlich beim Chaos Engineering sein und dann ist das vor allem eine Business-Metrik. Ja? Und da gibt es in der Regel zwei, drei. Und davon ist eine meistens die richtige. Vielleicht ein Tipp an die Entwicklerteams. Wenn unklar ist, was diese Metrik ist, nachfragen, POs, ja, Business Analysten, die wissen das. Und es ist auch wichtig, die zu kennen. Daran werden wir ja schließlich gemessen. Daran misst uns oft auch,
der Kunde oder die Aktionäre oder der Vorstand. Genau, ich habe es ja auch schon draufgeschrieben, kleiner Spoiler, es ist eben nicht ein Dashboard mit hunderten von kleinen Metriken drauf. Ne? Das ist eben ganz genau nicht. Davon müssen wir uns beim Chaos Engine ein bisschen verabschieden. Ja, in dem Fall habe ich jetzt gesagt, der Steady State, der wäre jetzt in dem Fall hier, dass ich weiterhin normale Produkte kaufen kann und dass keine Fehler am Frontend auftreten. Was wir hier vielleicht noch sagen können ist, normalerweise würden wir vielleicht 20 Tickets in der Minute verkaufen. Wenn wir jetzt das Experiment laufen lassen, dann können wir höchstens auf 15 Produkte die Minute sinken. Also wir definieren uns quasi auch so ein bisschen eine Varianz in dieser Metrik. Und das ist auch gleichzeitig unser Abbruchkriterium. Also daraufhin evaluieren wir das Experiment, ob wir es abbrechen müssen oder nicht. Wenn wir diesen Steady State reißen, also nehmen wir mal an, wir verkaufen während des Experiments plötzlich nur noch 5 Produkte oder 0, dann wissen wir, dass wir das Experiment abbrechen können und mit Findings zu rechnen haben. Ja, dann überlegen wir uns die Durchführung. Da ist es eben wichtig, sich genau zu überlegen, welche Schritte führen wir aus, welche Commands sind das. Und dann ganz wichtig für Augenprinzip, Pairing, vielleicht auch Mobbing, ja, wo wir irgendwie im ganzen Team nochmal drauf schauen. Wir überlegen uns nochmal, passt das, was wir da tun? Denn ganz oft ist so ein Experiment ja mit vielen Rechten im System verbunden. Das heißt, wir können Systeme ausschalten. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Das ist gar keine Frage. Wichtig hier zu wissen ist aber, denkt mit dem Vier-Augen-Prinzip und wenn man klein anfängt, dann kann man da auf jeden Fall mal loslegen. Ja, und dann führen wir das Experiment durch. Wie gesagt, wenn der Blastradius oder der Steady State gerissen wird, dann brechen wir es ab. Ansonsten ist es wichtig, die Start- und Stoppzeit zu definieren, einfach um später Logs zu korrelieren. Wir monitoren das System, während das Experiment läuft. Auch hier, wie gesagt, wenn es kein Monitoring gibt, kann ich halt auch nicht monitoren, dann kann ich so ein Experiment eigentlich auch nicht durchführen. Ja, und am Ende analysieren wir die Findings. Hier nochmal zur Notiz, wirklich jedes Finding ist positiv zu bewerten, ja, daraus können wir was lernen. Wir loggen jedes Finding in einem Template, im Zweifel mit Screenshots, mit Commit-Hashes, was alles dazugehört, sodass man vielleicht auch 2, 3 Wochen später, ich habe ja schon gesagt, die Analyse von so einem Finding kann auch mal zeitversetzt stattfinden, durchführen können. In dem Fall hier habe ich geschrieben, dass das Experiment gescheitert ist. Ne, wir haben so einen Fehler gefunden, Error 500 im Frontend. Das ist natürlich genau nicht das, was wir erwartet haben. Und da können wir jetzt einfach nochmal in die Hypothese zurückgehen und quasi evaluieren, was wir da hatten. Nochmal, wir freuen uns. Und ja, freuen uns eben, dass das halt nur eine Übung war. Ne? Also das war nicht der Real-Case, wo der Benutzer 500er gesehen hat und vielleicht gar kein Produkt mehr kauft bei uns. Im letzten Schritt überlegen wir uns noch so Mitigierungsmaßnahmen. Die können wir vielleicht noch mitgeben in Stichpunkten. Vielleicht muss das aber auch in Kleingruppen später passieren, hatte ich auch schon gesagt. Ja, und wichtig eben Ritualisierung und kontinuierliche Verbesserung. Das Experiment muss nochmal durchgeführt werden. Ja, sobald wir die Mitigierungsmaßnahmen durchgeführt haben. Einfach um zu sehen, können wir jetzt wirklich damit umgehen. Ich habe vorher angedeutet, es ist wichtig, ab einem gewissen Punkt Gameplays zu ritualisieren, einfach um sie auch ein bisschen, sagen wir mal, kosteneffektiver zu machen. Dazu gehört zum einen, dass wir ein Chaos Engineering Backlog anlegen. Das muss nicht unbedingt in Jira sein, das kann auch wirklich nur eine Post-it-Liste beim Team sein, erstmal. Die Frage ist ja immer, in welcher Reihenfolge sind die Experimente? Ne? Welche Experimente sind wichtiger als andere? Einfach festmachen lässt sich das tatsächlich an nicht funktionalen Anforderungen an unser System. Ne? Wenn in einem System die Erreichbarkeit besonders hoch zu bewerten ist, dann sind Experimente, die darauf einzahlen, natürlich auch besonders wichtig. Das heißt, die sind eine Priorität weiter oben. Ne? Also für eine Priorisierung bietet es sich an, die nicht funktionalen Anforderungen zu kennen. Das Zweite, wir können so ein Game Day relativ gut in 2 Phasen aufsplitten. Die erste Phase ist Design und Plan und die zweite Phase ist Durchführen und Findings aufnehmen. Und genauso teilen wir das auch. Wir können nämlich einfach 2 Leute, vielleicht auch crossfunktional, wenn wir über mehrere Teams sozusagen mal Chaos-Experimente machen, so ein Experiment vorbereiten lassen, die nötigen Personen informieren, Ops dazu holen, einfach den Plan schon erstellen. Das macht man Timebox, ne? Ist man mit einer Stunde, wenn man dann nicht fertig ist, noch eine halbe, wenn man dann noch nicht fertig ist, noch eine Viertelstunde.
oder vielleicht auch gleich mit zwei, aber da wird man relativ schnell besser. Am Anfang braucht man da ein bisschen mehr Zeit. Und im zweiten Schritt geht man hin, lädt das Team ein, am besten auch Product Owner, Business Analysten, die Fachlichkeit, ne? Leute, die sich um die Fachlichkeit kümmern. Und da kann man eigentlich auch nochmal eine Stunde veranschlagen. Und dann ist es oft so, 30 Minuten fürs Experiment, Durchführung, ne? Vielleicht kurz erklären, was passiert. Und dann noch 30 Minuten für die Diskussion der Findings, das zu dokumentieren. Und vielleicht gibt es noch ein, zwei Mitigierungsmaßnahmen, die man besprechen will. Und dann ist man eigentlich relativ gut weg, ne? Jetzt sehen wir schon, wir sind runter von, ein Team sitzt 8 Stunden zusammen am Tag, runter vielleicht auf 2 Stunden. Und davon, wie gesagt, das Team komplett eigentlich nur mit einer Stunde. Und da kann mir eigentlich keiner mehr erzählen, dass das nicht in einem Sprint, wenn wir jetzt an Scrum denken, möglich ist. Ne? Weil, wenn wir das mal gegenrechnen, was kostet uns denn ungeplante Arbeit? Ne? Also, dass nach dem Deployment ein System ausfällt. Das ist in der Regel teurer. Oder was kostet uns, wenn 2 Stunden das System down ist? Das kostet uns in der Regel mehr. Also, von daher ist Chaos Engineering eigentlich auch eine sehr kostensparende Methodik. Ja, jetzt habe ich für die Technischen unter uns noch ein paar Tooling-Sachen mitgebracht, einfach um das noch ein bisschen zu erklären. Zum einen, wie gesagt, die Observability, da bietet sich einfach wirklich ein Produkt an, das schreibt man nicht selber, ne? Also ein Monitoring-Tool kauft man sich ein oder nimmt ein Open-Source-Tool. Wir haben gute Erfahrungen mit Instana gemacht tatsächlich, weil es dann einfach auch schnell ins Machen bringt und einfach Echtzeitergebnisse auch anzeigt. Dann haben wir Locust, das ist ein Lastgenerator. Da wäre vielleicht eine alternative Gatling. Das ist besonders wichtig, wenn wir am Anfang oder in der Regel traut sich kein Kunde in der Produktion direkt Experimente zu machen. Das wäre auch völlig Wahnsinn. Ja? In der Regel starten wir mit Experimenten klein. Das bedeutet auch, dass wir in Vorumgebungen starten, also in Dev oder Stage. Und hier brauchen wir in der Regel einen Lastgenerator. Was sich da auch anbietet, ist anonymisierte oder pseudo-anonymisierte Daten aus der Produktion abzuzweigen. Ne? Nennt sich Shadow Mirroring oder nicht Shadow Mirroring, Traffic Mirroring oder Shadow Traffic. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, mit echten Daten sozusagen in Voromgebungen zu arbeiten. Das ist aber vom Datenschutz her schwierig ganz oft und auch von Sicherheitsaspekten. Aber es geht durchaus. Wenn das nicht geht, wie gesagt, einen Lastgenerator an den Start bekommen, damit wir einfach so ein Grundrauschen auch bekommen. Ne? Wir reden hier nicht von Stress-Testing. Wir reden hier einfach von einer Grundlast. Ne? Dann, wenn wir uns irgendwie in Kubernetes, Docker befinden, bietet sich Pumba an. Damit können wir eben auf Netzwerkebene manipulieren und Fehler initiieren. Wenn wir erstmal ganz klein anfangen wollen, bietet sich der Chaos Monkey for Spring Boot an. Das ist ein Spring Boot Plugin, mit dem wir als Entwicklungsteam direkt in unserer Applikation Fehler initiieren können, um zu sehen, wie reagieren wir oder um Systeme. Dann die ganzen Cloud-APIs. Ich habe hier jetzt AWS draufgeschrieben, aber natürlich gilt das auch für Azure oder Google Cloud. Damit können wir natürlich auch Fehler initiieren, zum Beispiel die Datenbank ohne Failover neu starten. Das ist zum Beispiel eine ganz einfache Sache, die man mal machen kann. Dann gibt es auch Chaos Engineering Plattformen. Die bieten oft so eine Umgebungsdiscovery an. Das heißt, die finden raus, welche Systeme gibt es denn und wie kann ich die angreifen. Da wäre vielleicht Chaos Mesh zu nennen, wenn man eher On-Premise haben möchte. Wenn es jetzt um so eine komplette PaaS-Lösung geht, dann wäre vielleicht Gremlin zu nennen. Das habe ich hier im europäischen Raum eher nicht so, weil es eine amerikanische Firma ist und die haben dann quasi Zugriff auf die komplette Cloud, was eher ein bisschen schwierig ist mit unseren Datenschutzgesetzen. Ja, und dann haben wir noch ganz klassisch so auf der Infrastrukturebene Stress NG oder Traffic Control. Aber es gibt da noch viele mehr, das findet man alles auf GitHub, da ist eine sehr umfangreiche Liste. Genau. Ja, zu guter Letzt habe ich noch einen wichtigen Punkt, nämlich Don't Panic. Wenn man jetzt noch kein Chaos Engineering macht oder sagt, na, wir haben eigentlich gerade noch ganz andere Probleme, wir sind vielleicht noch gar nicht live. Dann ist das völlig okay, ne? Also mir ist wichtig, dass heute ankam, dass Chaos Engineering eine valide Methode ist in so komplexen Umfeldern, dass man Chaos Engineering eben nutzen kann, um sich zu verbessern. Und vielleicht habe ich ja Lust gemacht, es mal auszuprobieren. Das wäre mir schon das Wichtigste, ne? Weil am Ende ist es wichtig, dass man es für sich selbst ausprobiert, ob das eine Methode ist oder nicht. Und eine Herangehensweise. Man braucht es nicht machen, nur weil es andere machen. Das muss man einfach klar so sagen, ne? Also, genau, deshalb würde ich sagen, keine Panik auf der Titanic an der Stelle.
Chaos Engineering, da kann man mal hinkommen an den Punkt, aber es gibt durchaus auch andere Möglichkeiten, je nach Organisationsstruktur zum Ziel zu kommen. Ja, und damit verabschiede ich mich und bedanke mich recht herzlich.